Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle herzlich. Bevor wir in unsere Tagesordnung eintreten, habe ich Ihnen eine amtliche Mitteilung vorzutragen. Es gibt eine interfraktionelle Vereinbarung. 4 Unterrichtungen der Bundesregierung zu Stellungnahmen des Bundesrates und die darauf bezogenen Gegenäußerungen der Bundesregierung auf den Drucksachen 6287, 6288, 89 und 6292 zu den bereits überwiesenen Gesetzentwürfen auf den Drucksachen 5918, 5921, 5925 und 5927. Da geht es um Änderung des Unterhaltsrechts, Unterhaltsverfahrensrechts, Verbesserung der Unterbringung, Versorgung, Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, Änderung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes und des Umweltrechtsbehelfsgesetzes an die entsprechenden federführenden und mitberatenden Ausschüsse zu überweisen. Hat jemand noch originellere Vorschläge? Das habe ich mir fast gedacht. Dann schließe ich daraus, dass Sie mit diesen Überweisungsvorschlägen einverstanden sind, und die sind damit so beschlossen. Damit kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt, der Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundesminister des Auswärtigen zu dem Thema 70 Jahre Vereinte Nationen. Zu diesem Thema und diesem Tagesordnungspunkt liegt ein Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke sowie ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung 60 Minuten vorgesehen. Auch das ist offensichtlich einvernehmlich. Dann können wir so verfahren. Ich erteile das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung dem Bundesminister des Auswärtigen, Frank-Walter Steinmeier. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vereinten Nationen sind zugegebenermaßen ein nicht perfektes, aber unersetzliches Instrument für die gemeinsame Arbeit der Nationen an einer gerechteren und sichereren Weltordnung. Nicht meine Worte, sondern die von Dag Hammarskjöld, Friedensnobelpreisträger, bekannt für seine häufig philosophischen, manchmal geradezu mystischen Weisheiten. Aber das, was wir hier gehört haben über die Vereinten Nationen, absolut pragmatische Worte, Worte, die nicht nur Lagebeschreibung sind der damaligen Jahre, sondern gerade eben, weil sie wissend waren um die Defizite der Vereinten Nationen, auch visionär. Heute, Jahrzehnte später, brauchen wir, das sieht jeder, die Vereinten Nationen mehr denn je im Bemühen um Frieden in dieser so unfriedlichen Zeit. Perfekt werden die Vereinten Nationen nie sein. Umso größer muss unser Ansporn sein, sie besser zu machen. Es gibt keine Alternative. Wir brauchen handlungsfähige Vereinte Nationen. Und sie zu erhalten und immer wieder neu zu schaffen, meine Damen und Herren, dazu sind wir alle gefordert. Wie unendlich groß der Bedarf nach gemeinsamen Handeln ist, das war auf der diesjährigen Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York vor wenigen Tagen deutlich zu spüren. 70 Jahre Vereinte Nationen, das war die Überschrift, aber es war keine Woche von großen Empfängen mit Feierstimmung, sondern eher geprägt von den intensiven, ernsten, manchmal auch verzweifelten Verhandlungen. Und das alles ist kein Wunder. Mehr als 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. So viele wie seit Gründung der Vereinten Nationen seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Sie fliehen vor verheerendem Bürgerkrieg in Syrien, vor Konflikten und Gewalt im Krisenbogen von Libyen bis Afghanistan, vor religiösem Extremismus und Terrorismus, von Barbarei, vor Barbarei des sogenannten Islamischen Staates. Und zusätzlich eben machen sich Tausende auf dem Weg aus Armut, aus Unterentwicklung und Mangel an Perspektiven. Zunehmend viele auch aus Ländern, die von Dürre oder Fluten, anderen Folgen des Klimawandels heimgesucht sind. Kolleginnen und Kollegen, an den Antworten auf diese Fragen werden sich am Ende die Vereinten Nationen messen lassen müssen. Und ja, unsere Antworten müssen die Probleme an der Wurzel packen.
Und die Wurzel ist ganz ohne Zweifel Unfriedlichkeit an viel zu vielen Orten dieser Welt. Aber Frieden wird nicht verhindert durch die Vereinten Nationen. Bemühungen um Frieden scheitern oft deshalb, weil die Mitglieder der VN-Institutionen die Arbeitsfähigkeit und Autorität der Vereinten Nationen durch Verweigerung von Kooperation und monatelangen Blockaden schlicht rauben. Und deshalb sage ich immer all denjenigen, die sich täglich über die angebliche Schwäche der Vereinten Nationen aufregen oder darüber lamentieren, nicht die Vereinten Nationen sind es, sondern es sind die Mitglieder. Die Vereinten Nationen können niemals stärker sein, als die Mitglieder es zulassen. Und deshalb muss unser Appell an die Mitglieder der Vereinten Nationen gehen, meine Damen und Herren. Natürlich, während dieser Generalversammlungswoche war das Hauptthema, das bildete sich ja auch ab in der Berichterstattung, die sich hier niedergeschlagen hat, das Thema Syrien. Auch im fünften Jahr findet das Morden dort kein Ende. Und auch im fünften Jahr des Krieges hat die Weltgemeinschaft offensichtlich noch keine Handhabe gefunden, um dem Krieg ein Ende zu setzen. Dieser Krieg mit mehr als 250.000 Toten, 12 Millionen Vertriebenen, das ist ganz ohne Zweifel auf der einen Seite eine große Tragödie. Es ist, wenn man es genauer betrachtet, aber auch eine Chronik ausgelassener Chancen. Zwei Genfer Syrien-Konferenzen sind verstrichen, ohne dass wir eine Lösung gefunden haben. Ein Vorschlag des früheren UN-Vermittlers Sondergesandten Kofi Annan ist zurückgewiesen worden, bevor er wirklich ernsthaft geprüft worden ist. Ein Vorschlag, auf den alle heute liebend gern wieder zurückkämen, wenn er denn noch zur Verfügung stände. Der aktuelle Sondergesandte der Vereinten Nationen, Staffan de Mistura, findet bei vielen Staaten nur halbherzige Unterstützung. Und ich darf mal für mich hinzufügen, ein bisschen ärgerlich finde ich den Ruf dieser Tage, der einem überall entgegenschallt, man müsse mit Assad reden. Nicht, dass ich es falsch finde, dass man, wenn man jetzt zu einer Lösung kommen will, man auch in Kontakten mit den Vertretern des Regimes sein muss. Nur ich hätte mir diese Form von Unterstützung gewünscht vor 10 Jahren, als ich selbst zweimal in Syrien war und gesagt habe, die Einordnung auf die Achse des Bösen erscheint mir vorschnell. Ich weiß nicht, ob die Isolation Syriens am Ende wirklich das richtige Ergebnis zeigt. Und das, was manchmal ärgerlich ist, dass diejenigen, die damals gesagt haben, da darf man nicht hinfahren, die sagen heute nach 5 Jahren Bürgerkrieg und 250.000 Toten, jetzt muss man mit Assad reden. Das hätte man auch anders haben können, meine Damen und Herren. Tatsächlich, das will ich gerne zugeben, ist der Einstieg in politische Lösungen ausgesprochen schwierig, und der ist ganz ohne Zweifel nicht einfacher geworden durch das militärische Engagement von Russland der letzten Tage. Ich will noch mal sagen, klar, der Kampf gegen ISIS und andere terroristisch-islamistische Gruppierungen, der ist notwendig, der muss geführt werden. Aber trotzdem wissen wir doch alle miteinander, ahnen wir alle miteinander, am Ende wird der innersyrische Konflikt nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden, sondern was wir brauchen, ist ein Einstieg, mindestens ein Einstieg in eine politische Lösung oder mindestens ein Einstieg in eine Entschärfung des Konfliktes. Und das kann niemand allein. Da brauchen wir alle. Da brauchen wir vor allen Dingen die regionalen Partner, die Nachbarn wie die Türkei, wie den Iran, wie Saudi-Arabien. Wir brauchen Europa, wir brauchen USA. Aber angesichts der Lage und insbesondere der Lage der letzten Tage und Wochen wissen wir auch, es wird nicht ohne Russland gehen. Und der Einstieg, der muss nicht irgendwann gesucht werden, sondern er muss jetzt gesucht werden. Solange Institutionen in Syrien noch bestehen, die verändert werden können. Wenn Institutionen weg sind, kollabiert sind, dann haben wir das libysche Beispiel und wir erleben jeden Tag, wie schwierig es ist, einen untergegangenen Staat wieder aufzubauen. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Und wir müssen jetzt den Einstieg finden in die Transformation Syriens, sprich in die Bildung einer Übergangsregierung. Leider hat New York nicht ausgereicht, um den entscheidenden ersten Schritt zu gehen. Zu groß.
die Differenzen, die es damals zwischen den USA und Russland noch gab, zu groß die Differenzen oder Distanzen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Doch wir müssen jetzt beides tun. Einerseits die USA und Russland dringend ermahnen, das jeweilige militärische Engagement nicht so zu gebrauchen, dass am Ende noch ein Konflikt zwischen den USA und Russland daraus wird. Und zweitens müssen wir uns bemühen, helfen jedenfalls, Brücken zu bauen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, damit es vorstellbar ist, dass man die regionalen Partner, die wir brauchen, am Ende alle an einen Tisch kriegt. Dazu war ich am vergangenen Wochenende in Kuwait, ein Staat in der Golfregion mit 35% Schiiten, der gute Beziehungen zu beiden Seiten hat. Und dazu werde ich am kommenden Wochenende auch im Iran und Saudi-Arabien sein. Damit ist noch nicht gesagt, dass es irgendwelche Fortschritte gibt, aber wenn man nach kleinen Zeichen der Hoffnung sucht, dann ist es vielleicht ein gutes Zeichen, dass gestern Abend zu lesen war, dass offensichtlich Russland den Ministerpräsidenten Medvedev auf eine Reise zu politischen Gesprächen nach Washington schickt. Das scheint sich anzudeuten, dass man über das sogenannte militärische Deconflicting hinaus den Kontakt zu den USA in Sachen Syrien aufrechterhalten will. Wofür ich nur plädiere, und das habe ich in den Vereinten Nationen auch getan in der vergangenen, vorvergangenen Woche, jetzt sozusagen keinen Stillstand zu organisieren, nicht zu warten, bis die Personen einer möglichen Übergangsregierung feststehen und akzeptiert sind, sondern jetzt zu beginnen. Und was heißt zu beginnen? Sich auf ein paar Prinzipien zu verständigen, die nicht umstritten sein dürften. Dass das Ziel unserer Bemühungen ist, sicherlich Kampf gegen ISIS, vor allen Dingen einmal den Erhalt des syrischen Staates in seiner territorialen Integrität. Zweitens dafür zu sorgen, dass diese Zukunft Syriens ein säkularer syrischer Staat wird und drittens damit ein Staat, der Respekt vor den unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppierungen zeigt. Und den Stillstand verweigern heißt auch, alle Partner darauf verpflichten, nicht an zukünftigen Resolutionen, die möglicherweise noch sehr lange in der Luft hängen, nur zu arbeiten, sondern bestehende Resolutionen umzusetzen. UN-Resolution, Sicherheitsrat 2139 mit dem Verbot von Fassbomben und mit der Forderung nach humanitärem Zugang. Daran jetzt zu arbeiten und das sicherzustellen, das muss auch in der gegenwärtigen Lage möglich sein. Manche sagen in einer solchen Situation, alles schön gesagt, aber es hat doch alles keinen Zweck, wird ja eh nichts. Diesen Satz habe ich während 10 Jahren Iran-Verhandlungen häufig genug gehört. Und deshalb sage ich, das ist jedenfalls Außenpolitikern nicht erlaubt, diesen Satz zu sagen, das hat alles keinen Zweck, sondern darauf zu setzen, dass außenpolitische Bemühungen, wenn man auf der richtigen Spur ist und entsprechende Beharrlichkeit behält, auch Energie und Konzentration nicht verliert, dann auf dieses Ziel weiterhin hinzuarbeiten. Und die Verhandlungen mit dem Iran haben gezeigt, dass es manchmal viel zu lange dauert, aber dass die lange Dauer noch nicht bedeutet, dass Ziele nicht erreichbar sind. Ich glaube, dass wir mit dem Ergebnis, das mit dem Iran in der Atomfrage erzielt worden ist, immerhin eine Grundlage geschaffen haben, keine Garantie, aber eine Grundlage geschaffen haben dafür, dass wir in Zukunft vielleicht mehr Sicherheit im Mittleren Osten durch dieses Abkommen haben statt weniger. Keine Garantie, und deshalb sage ich, das wird nicht von selbst entstehen, der Iran wird sich nicht von selbst ganz einfach verändern, sondern wir müssen jetzt, und deshalb habe ich gesagt, die Verantwortung endet nicht mit dem mit der Unterschrift über das Abkommen, sondern die Verantwortung geht jetzt weiter, tritt in eine nächste Phase, in der wir versuchen müssen, den Iran auf einen Weg zu bringen, vom Spoiler, vom Störer der Sicherheitsordnung im Mittleren Osten zu einer konstruktiven Mitarbeit zu bewegen. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt vor uns haben. Meine Damen und Herren, wir können nicht über Syrien sprechen, ohne über die Nachbarstaaten zu reden. Dort in Jordanien, Libanon, der Türkei
wohnen die allermeisten Flüchtlinge, mittlerweile 4 Millionen. Wir müssen diese Staaten unterstützen und die Flüchtlinge selbst, damit nicht eine Flüchtlingswelle die nächste auslöst. Und wir leisten dafür den VN-Hilfsorganisationen elementare Hilfe, unmittelbar und auch vor Ort. Doch Sie wissen es, und wir haben hier im Hause darüber gesprochen, die Unterfinanzierung, gerade von UNHCR und World Food Program, ist und war dramatisch. So dramatisch, dass die täglichen Essensrationen auf 50%, auf die Hälfte gekürzt worden sind. Das ist erstens, ich habe es, glaube ich, auch hier gesagt, das ist erstens ein humanitärer Skandal. Aber wenn das so bleibt, dann darf man sich eben auch nicht wundern, dass sich weitere Menschen aus dieser Region, aus den Flüchtlingslagern, auf den Weg anderswohin und nach Europa machen. Und deshalb müssen wir das verändern, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt unsere G7-Präsidentschaft genutzt, haben eingeladen, nicht nur die G7-Partner, sondern auch einige Staaten rundherum, von denen wir den Eindruck hatten, dass sie Zusätzliches leisten können. Wir haben dazu eine sogenannte Geberveranstaltung in New York gemacht. Und ich freue mich, dass wir zusammen mit den anderen Staaten, auch mit der Europäischen Union, 1,8 Milliarden Dollar für die VN-Hilfswerke mobilisieren konnten, davon 100 Millionen Euro aus Deutschland. Das ist ein gutes und wichtiges Signal und hat andere ermutigt, Gleiches zu tun. Ich bedanke mich bei allen, die das unterstützt haben. Richtig bleibt aber, wir brauchen neben den akuten humanitären Antworten, die wir auch in Gestalt von Geld geben, wir brauchen auch längerfristige Antworten auf die Ursachen von Flucht und Migration. Auch dafür brauchen wir die Vereinten Nationen. In New York haben wir diskutiert, welche Instrumente die VN eigentlich zur Verfügung hat, um Fluchtursachen zu bekämpfen, zur besseren Lastenteilung beizutragen. Wir werden diese Diskussion in gut 2 Wochen hier in Berlin fortsetzen, in denen ich mich mit Vertretern der VN-Hilfsorganisationen hier in Berlin treffe und vor allen Dingen dort die Zusammenarbeit mit den Regionen versuche zu erörtern, die heute Quelle von Armutswanderung sind und deshalb vorwiegend die afrikanischen Länder im Blick haben werden, dieses sehr bewusst in Vorbereitung des EU-Afrika-Gipfels, den wir in Valletta auf Malta in wenigen Wochen haben werden. Meine Damen und Herren, Fluchtursachen bekämpfen wir immer da, wo wir schon präventiv handeln können, wo wir Konflikte im Keim erkennen und handeln. Vorsorgende Außenpolitik nenne ich das. Und das soll und sollte immer stärker Leitgedanke für Außenpolitik überall werden. Zivile Krisenprävention ist dafür das Stichwort, um es an Haushaltsziffern festzumachen. Und das geht von der Stabilisierung von fragilen Staaten bis hin zu Projekten zur guten Regierungsführung. Und ich denke an unser Engagement, was wir gemeinsam mit der EU, gemeinsam mit den Vereinten Nationen zum Beispiel im Versöhnungsprozess in Mali tun. Oder ich denke an einen Bereich, der unterbesetzt ist und für den es viel Nachfrage gibt, Mediation. Wir werden die Kapazitäten hier bei uns und damit auch für die Vereinten Nationen aufstocken. Ich habe mal gesagt, wir brauchen auch in dem Bereich so etwas wie eine schnelle Eingreiftruppe, die zur Verfügung steht, möglichst mit Erfahrung zur Verfügung steht, wenn Konflikte im Anfangsstadium stehen und noch geholfen werden kann, ohne dass es militärisch eskaliert. Auch die Friedenssicherung, meine Damen und Herren, gehört in diesen Kontext. Und auch hier sind wir gefragt. Finanzielle Mittel natürlich, die gern genommen werden. Aber ich habe auch den Ruf hier aus der Mitte des Parlaments gehört und vernommen, dass wir mehr tun müssen, als nur Geld zur Verfügung zu stellen. Und ich bin in Gesprächen mit der Verteidigungsministerin, wie wir den Erwartungen der Vereinten Nationen gerecht werden können, auch durch Beistellungen, auch durch Bereitstellungen von Fähigkeiten, die Missionen der Vereinten Nationen erfolgreicher zu machen. Deutschland hat, glaube ich, einiges dafür zu bieten, zivil, polizeilich, militärisch. Und wir wollen gemeinsam Außenministerium, Verteidigungsministerium
und BMZ dafür sorgen, dass die VN in diesen Bereichen mit diesen Fähigkeiten in Zukunft besser ausgestattet sein wird. Zu unserem Einsatz für die Friedenssicherung gehört finanzielle und politische, das habe ich eben gesagt, aber eben auch eine ganz konkrete menschliche Dimension. Ich will, die Gelegenheit dazu haben wir nicht häufig, allen Deutschen, die in und für die Vereinten Nationen ihren Dienst leisten, an dieser Stelle einmal ganz herzlich danken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir können nicht jedem danken, aber wenn ich an jemanden denke, wie Martin Kobler zum Beispiel, der jetzt einige Jahre an der größten und vielleicht schwierigsten Friedensmission im Kongo zu tun hatte und der jetzt vor neuen Aufgaben demnächst stehen wird, das ist so jemand, der herausragt. Ebenso Achim Steiner, der sich jahrelang mit Leidenschaft eingesetzt hat als Chef des UN-Umweltprogramms und ebenfalls für neue Aufgaben steht, meine Damen und Herren, zwei, die stellvertretend für viele andere stehen in UN-Diensten und denen wir an dieser Stelle unseren Respekt zeigen wollen. Und wenn wir über Menschen sprechen, dann, liebe Manuela, haben wir Deutschen unsere Partner in den Vereinten Nationen auch gelegentlich gefragt, welche Rolle spielen eigentlich Frauen bei der Friedenssicherung und bei der Konfliktlösung. Eins ist klar, und ich glaube nicht nur mir, sondern vielen, kein Konflikt wird dauerhaft zu lösen sein, wenn die Hälfte der Bevölkerung jeweils ausgeschlossen ist von solchen Bemühungen. Und deshalb war es ein Fortschritt, dass mit der Resolution 1325 zur Gleichberechtigung von Frauen in Konfliktlösung und Wiederaufbau so etwas wie ein Meilenstein in den UN-Beratungen aufgebaut oder gebaut werden konnte, der zukünftig die Teilhabe von Frauen nicht nur in den Institutionen, sondern auch dann konkret, wenn es um Vermittlungslösungen geht, sicherstellt. Wo fangen Menschenrechte an, meine Damen und Herren? Fragte Eleanor Roosevelt in einer Rede vor über 50 Jahren. Und die Antwort war damals zu Hause, in der Nachbarschaft, an der Schule, in der Arbeitsstätte. Dort, so sagte Eleanor Roosevelt, müssen wir Menschenrechte schützen. Dort überall, so heißt es in unserer Verfassung, ist die Würde des Menschen unantastbar. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, hier bei uns haben wir darauf zu achten, dass Menschenrechte nicht nur gelten, sondern im Alltag beachtet werden. Und Menschenrechte sind nicht nur deutschen Rechte. Das wissen ganz offenbar die vielen Freiwilligen, die sich hier im Lande aufopfernd in diesen Tagen um Flüchtlinge kümmern und denen wir ebenfalls an dieser Stelle ganz herzlich danken. Aber nicht nur darum geht es. Nicht nur um die Situation bei uns, sondern vielleicht ist das nie deutlicher geworden als gerade in diesen Tagen. Menschenrechte, Frieden und Sicherheit sind ganz offenbar nicht voneinander zu trennen. Wo Menschenrechte systematisch verletzt werden, wo Unterdrückung und Verfolgung herrschen, da liegt schon der Ursprung von Flucht und Vertreibung. Auch deshalb sind für uns Menschenrechte kein Randthema. Dafür setzen wir uns ein, ganz aktuell, auch im Vorsitz des VN-Menschenrechtsrates, den der deutsche Botschafter Rücker, finde ich, in diesem Jahr durch wirklich schwierige Gewässer geleitet hat. Und auch dafür meinen Respekt, meine Damen und Herren. Die Anpassungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Vereinten Nationen, über die zu reden ist, wird viel davon abhängen, wie viel Repräsentanz sie gewährleistet und wie viel Legitimation sie aus der Repräsentanz der ganzen Welt in den Institutionen ableiten kann. Und ich glaube, jedem ist klar, die Legitimation leidet, wenn die Institutionen der Vereinten Nationen nur ein Spiegelbild der Verhältnisse des Jahres 1949, 1950, 1955 sind, sondern dies ist der Hintergrund, weshalb wir gesagt haben, wir bestehen auf einer Reform der Vereinten Nationen und wir wollen auch eine Reform des Sicherheitsrates.
Wir wollen, dass die Arbeit des Sicherheitsrates transparenter wird, und wir unterstützen auch Initiativen, vor allen Dingen die unserer französischen Partner, zur Begrenzung des Vetorechts, meine Damen und Herren. Ich glaube, das Vetorecht hat seine historisch begründete Funktion, aber es kann schlichtweg nicht sein, dass dieses Privileg die gesamte Weltorganisation dazu verdammt, im Angesicht gröbster Verbrechen gegen die Menschlichkeit untätig zu bleiben. Das darf auf Dauer nicht so sein. Aber die Vereinten Nationen haben sich gerade jetzt in der vorletzten Woche auch reformfähig hinsichtlich der Inhalte gezeigt. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, an der gearbeitet worden ist, auf deren Prinzipien man sich verständigt hat, das ist nicht nur ehrgeizig, sondern die Verständigung ist gelungen, samt der damit verbundenen Finanzierungsinstrumente, samt der Überprüfungsmechanismen, die vorgeschlagen worden waren vom Generalsekretär. Und ich kann versprechen, Deutschland wird eines der ersten Länder sein, das sich dieser Überprüfung der Einhaltung der Agenda 2030 unterwerfen wird. Meine Damen und Herren, zum Ende noch einmal zurückkehren zur Gründung der Vereinten Nationen vor 70 Jahren. Ein großartiger Moment, der in Deutschland allerdings auch Erinnerungen wecken muss. Denn die Charta der Vereinten Nationen war ja auch eine Antwort der Menschheit auf Krieg und Unmenschlichkeit, die von diesem Land ausgegangen war. Und seither, über 7 Jahrzehnte hinweg, ist es Deutschland vergönnt gewesen, behutsam und schrittweise wieder hineinzuwachsen ins Herz der internationalen Gemeinschaft. Und wir wissen auch, dass man dafür nicht nur innerlich Dankbarkeit zeigen muss, sondern wir wissen auch, dass dieses Hineinwachsen in die internationale Staatengemeinschaft auch Verantwortung bedeutet. Willy Brandt hat bei seinem Amtsantritt 1969 gesagt, wir Deutsche wollen ein Volk guter Nachbarn sein. Damals, im noch geteilten Deutschland, galt dieser Satz natürlich der Aussöhnung mit Polen, Frankreich und den anderen europäischen Nachbarn, all denjenigen, die großes Leid von Deutschland erfahren hatten. Heute, wenn syrische Familien hier in Berlin oder in all unseren Wahlkreisen von ihrem Schicksal, von Krieg und Vertreibung erzählen, dann bekommt dieser Satz ein bisschen eine neue Bedeutung. Heute, wo die Welt zwar kleiner, aber die Krisen eher größer geworden sind, ich glaube, da ist es Zeit, aufs Neue zu bekräftigen. Wir Deutschen wollen ein Volk guter Nachbarn sein, für die Nahen und die Fernen gleichermaßen. Vielen Dank. Die Regierungserklärung von Frank-Walter Steinmeier zum 70. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen im Juni 1945. Zwei ganz große Schwerpunkte hat er gesetzt. Einmal mit den diplomatischen Bemühungen um eine Lösung der Krise und des Bürgerkriegs in Syrien. Und der andere Punkt war das Thema Fluchtursachen bekämpfen. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sollen da ja dabei helfen. Jetzt haben wir eine Premiere hier im Bundestag. Dietmar Bartsch wird sprechen zum ersten Mal als einer der Vorsitzenden der Linksfraktion. Herr Präsident, meine liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Garten des UN-Hauptquartiers steht eine Skulptur. Sie alle kennen die. Diese Skulptur, die verkörpert den Irrsinn und die Hoffnung, die Gefahren und auch die Chancen eines ganzen Jahrhunderts. Schwerter zu Flugscharen. Ich will daran erinnern, dass Frieden das erste Wort war, vor 70 Jahren, als die Vereinten Nationen gegründet worden sind. Und ich will daran erinnern, der Bundesaußenminister hat das zum Schluss gemacht, ich will das an den Anfang stellen. Die Vereinten Nationen entstanden auf den Trümmern eines Weltbrandes, der von deutschem Boden ausging. Das heute zu begehende Jubiläum ist deshalb zuallererst ein Anlass des Gedenkens. Allein der Zweite Weltkrieg forderte vermutlich über 75 Millionen Tote, darunter 28 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Völker der Sowjetunion, 6 Millionen Polinnen und Polen, dem Vernichtungswahn deutscher Nazis fielen 6 Millionen jüdische Menschen zum Opfer, Zehntausende Sinti und Roma, Homosexuelle und viele, viele mehr.
Im Ergebnis dieser Katastrophe, meine Damen und Herren, wurde die UN gegründet. Und aus gutem oder schlechtem Grund zählte Deutschland eben nicht zu den Gründungsmitgliedern der UN. Und doch, darüber ist in den letzten Wochen ja hier häufig geredet worden, wurde Deutschland nicht aus der internationalen Gemeinschaft ausgeschlossen. Als die beiden deutschen Staaten dann 1973 in die Vereinten Nationen aufgenommen wurden, hat Walter Scheel für die Bundesrepublik Deutschland versichert, sie werden uns immer dort finden, wo es um internationale Zusammenarbeit geht, um die Bewahrung des Friedens und um die Rechte der Menschen. Dem sollte Deutschland immer verpflichtet sein, war es aber nicht. Ja, die UN haben vieles für Frieden, für Menschenrechte, gegen Hunger und Elend geleistet. Aber 70 Jahre nach der Gründung der UN sind die Nationen nicht vereint. Millionen Menschen haben auch nach 1945 in Kriegen ihr Leben oder ihre Heimat verloren. Jeden Tag, jede Stunde werden es mehr. 1,2 Milliarden Menschen leben in absoluter Armut, meine Damen und Herren. Hunderte Millionen hungern. 60 Millionen sind auf der Flucht. Und auf der anderen Seite haben wir in dieser Welt eben asozialen Reichtum. Staaten zerbrechen und verlieren jegliche Handlungsfähigkeit. Das ist eben auch Aufgabe. Der Bundesaußenminister hat gesagt, Appell an die Mitglieder, man kann vieles besser machen. Ja, ein Mitglied ist im Übrigen auch die Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik Deutschland wird der Charta der Vereinten Nationen nicht gerecht, wenn sie die Ursache für diese Entwicklung und diese Ergebnisse, die ich eben genannt habe, ignoriert oder sogar vertieft, anstatt diese zu bekämpfen. Und deswegen bedeutet das zuallererst, meine Damen und Herren, dass wir keine Waffen und keine Soldaten in alle Welt schicken. Das ist der Auftrag, der an unser Land gehen muss. Und wir dürfen auch keinen Tag länger zulassen, dass sich der Norden zulasten des Südens bereichert. Es ist doch unglaublich, einerseits die Rüstungsindustrie zu stärken und Rüstungsexporte vorzunehmen oder etwa Nahrungsmittel nach Afrika zu exportieren und die einheimische Landwirtschaft tot zu konkurrieren und dann auf der anderen Seite über das Flüchtlingsproblem zu fabulieren. Das ist eben unehrlich. Es ist eben auch ein Ergebnis von Politik. Und es ist ein Ergebnis der Politik auch von den Ländern des Westens, auch der Vereinigten Staaten und eben auch Deutschland, meine Damen und Herren. Wir als Deutschland sollten eben nicht uns an dieser Politik, wo Diktatoren beseitigt werden und es keine Option danach gibt, beteiligen. Wir sehen doch, was denn nach Saddam Hussein im Irak geschehen ist. Wir sehen, was nach Gaddafi in Libyen passiert ist. Mit Krieg und Gewalt kann man zwar Diktatoren beseitigen, aber weder Chaos noch Terror aus der Welt schaffen, meine Damen und Herren. Mit destabilisierten Staaten werden keine Vereinten Nationen machbar sein. Sie haben sehr umfangreich über Syrien und auch über den Irak geredet. Eine Tragödie, die sich dort abspielt. Da wird ein brutaler Krieg geführt. Das wäre eigentlich die Stunde der Vereinten Nationen, des Sicherheitsrates und insbesondere auch der Vetomächte. Es ist inakzeptabel, dass Russland dort bombardiert, aber genauso inakzeptabel, dass die Vereinigten Staaten und Frankreich immer nach Bedarf bombardieren. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Bomben werden eben keinen Frieden schaffen. Und es ist doch ein totales Dilemma, wenn auf Syrien Bomben geworfen werden und nach Saudi-Arabien Bomber geliefert werden, meine Damen und Herren. Das ist doch inakzeptabel. Und dass die UN dort etwas leisten kann, das haben wir gesehen bei der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen mit Russland und mit anderen. Nein, ich habe zugestimmt, Herr König. Das können Sie nachlesen. Wirklich gesichert. 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 Ich bin sehr, unterstütze sehr, dass Deutschland demonstrativ humanistische Projekte der UN stärken sollte. Ja, Sie haben hier einiges genannt, aber ich will mal auf die Dimension aufmachen. Es ist doch nicht hinnehmbar, dass die weltweiten Militärausgaben 1.500 Milliarden Euro pro Jahr erreichen und dem Welternährungsprogramm im Moment das Nötigste fehlt, um die Flüchtlinge zu versorgen. Das ist nicht hinnehmbar. Es ist im Übrigen eine Sünde gegenüber künftigen Generationen, wenn weltweit lediglich 3 Milliarden Dollar für die Klimaforschung ausgegeben werden und ein einziger großer Energiekonzern im selben Zeitraum den 10-fachen Gewinn eingefahren hat. Das ist doch nicht akzeptabel, meine Damen und Herren. Insofern
Insofern wäre es gut, wenn Deutschland eben noch mehr die Beiträge erhöht. Wir haben dort einiges getan, aber es ist letztlich zu wenig. Das Welternährungsprogramm, das Flüchtlingshilfswerk, die UN-Entwicklungsprogramme sollten deutlich aufgestockt werden. Und ich will es noch mal in diesem Haus wiederholen. Seit Jahren reden wir über die 0,7% Selbstverpflichtung Bruttoinlandsprodukt. Wir sind bei 0,43. Da müssen wir handeln. Da muss jetzt gehandelt werden, Weichen gestellt werden, damit wir real Ursachen bekämpfen. Und schließlich sollte die deutsche Politik stets der Erfahrung Rechnung tragen, dass hinter geschlossenen Grenzen keine offenen Gesellschaften wachsen können. Auch nicht innerhalb einer Festung Europa, meine Damen und Herren. Wer wüsste nicht besser als wir Deutschen, dass Mauern die Probleme der Welt nicht stoppen können und schon gar nicht lösen können? Doch es ist doch wirklich absurd, dass im Jahre 2015 genau dort Mauern hochgezogen werden, wo der eiserne Vorhang einst zuerst fiel. Und eine deutsche Regierungspartei, die hofiert noch den Architekten dieser Mauer. Das ist unglaublich, meine Damen und Herren, das ist unglaublich. Ich will auch deutlich sagen, dass die Bundeskanzlerin insoweit meinen Respekt hat, wenn sie sich im Wettlauf um Abschottung und Unfreundlichkeit nicht verweigert. Das ist aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und sie muss sich ja gegen diejenigen wehren und denjenigen Einhalt gebieten, die auf Drohungen, Erpressung und Boykotte setzen. Das ist doch die reale Situation in den Regierungsparteien. Wir fordern die Bundesregierung auf, eine Initiative zu starten für eine demokratische, soziale und friedenspolitische Reform der UN. Dazu haben wir in unserem Entschließungsantrag einiges gesagt. Es geht eben, ja, Sicherheitsratsreform, Herr Bundesaußenminister, einverstanden. Aber wir sollten eben dafür sein, dass Länder des Südens in den Sicherheitsrat reinkommen, dass die vielleicht mal ein Vetorecht hätten. Das würde vielleicht einiges verändern. Das würde vielleicht einiges verändern. Und wir sollten den UN-Wirtschafts- und Sozialrat in einen Weltwirtschaftsrat umwandeln, der aufgewertet wird, der wirklich Not und Elend wirksam bekämpfen kann und die Aufgaben, die wir kennen, realisieren kann. Und vor allen Dingen müssen wir die Vereinten Nationen real stärken und demokratisieren und nicht elitäre Zusammenschlüsse wie die G7, die sich inzwischen ja so weit diskreditiert haben, dass sie nur noch in bayerischen Wäldern und unter starker Bewachung tagen können. Das ist doch die reale Situation. Ich habe am Anfang von dem Irrsinn gesprochen, den die Skulptur Schwerter zu Pflugscharen verdeutlicht. Wie anders soll man das nennen, dass dieses von der Sowjetunion damals gestiftete Denkmal zum Symbol der gesamtdeutschen Friedensbewegung gegen sowjetische und amerikanische Raketen innerhalb der DDR geworden ist und von der DDR-Führung verteufelt worden ist. Friedrich Schorlemmer ließ im September 1983 im Lutherhof zu Wittenberg ein Schwert zu Pflugscharen umschmieden. Wir wollen Frieden mit den Mitteln des Friedens, war sein Wort. Das, glaube ich, ist ein gutes Motto auch für 70 Jahre. Ja, wir wollen Frieden mit den Mitteln des Friedens. Herzlichen Dank. Dietmar Bartsch für die Linksfraktion mahnt an, dass mehr Finanzhilfen möglich wären für UN-Programme. Nähme man sie denn von denen, die das Geld seiner Meinung nach entbehren könnten? Dietmar Bartsch ist seit gestern Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion. Der nächste Redner ist auch noch nicht so lange in seinem Amt. Das ist Jürgen Hart, der neue außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die letzten 30 Minuten gut aufgepasst. Ich habe vor allem beobachtet, wie das bei den Kollegen der linken Fraktion gewesen ist, als Herr Steinmeier hier seine Rede gehalten hat. Wir wurden Zeuge der 10%, die gemäß der Erklärung der neuen Spitze Uneinigkeit in der Linken besteht. Herr Bartsch hat bei der einen oder anderen Passage demonstrativ geklatscht und Frau Wagenknecht hat immer so geguckt und hat dann spontan entschieden, ob sie mitmacht oder nicht. Das fand ich bemerkenswert. Ich wollte es einfach an dieser Stelle nur sagen. Und es ist ja gut, dass in der Außenpolitik nicht alles ideologisch und dogmatisch gesehen wird, sondern dass wir uns den wirklichen Problemen und den Menschen zuwenden. Und genau eine solche Veranstaltung sind natürlich die Vereinten Nationen. Wir haben am 27. Oktober 1945, vor 70 Jahren, die Gründung der Vereinten Nationen erlebt. Und wenn man in die Präambel der Charta guckt, das Ziel, künftige Geschlechter vor der Geisel des Krieges zu bewahren. Das war natürlich unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs und nach den beiden großen Kriegen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Eindruck, der alle massiv prägte. Alle, die dort bei dieser Konferenz in San Francisco zusammengekommen waren, hatten das für sich selbst erlebt. Und als dann 3 Jahre später
auch noch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde. Das ist ja im Grunde das Kondensat von 300 Jahren Aufklärung, 300 Jahre Menschheitsentwicklung über die Französische Revolution, vorher die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die amerikanische Verfassung. Das ist schon ein epochaler Schritt gewesen. Und wenn wir 70 Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen versuchen, ein Stück Bilanz zu ziehen, dann dürfen wir auf jeden Fall anerkennen, dass es tatsächlich gelungen ist, ein ganz entscheidendes Element der Diplomatie für die Menschheit zu schaffen und einzuführen. Ich glaube, es hat keine Organisation mehr für den Weltfrieden insgesamt getan als die Vereinten Nationen. Aber wir müssen natürlich auch, und das ist bitter und betrüblich und sollte uns auch nicht ruhen lassen, feststellen, 70 Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht. 800 Millionen Menschen gehen hungrig zu Bett. 800 Millionen Jugendliche und Erwachsene können weltweit nicht lesen und nicht schreiben. Im Übrigen davon 2/3 Frauen, was zeigt, wie die Benachteiligung der Frau in der Welt leider immer noch in den allermeisten Ländern dieser Erde Alltag ist. Wir haben 60 Millionen Kinder, die keine Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Wir haben 700 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser. Und wir haben 2,5 Milliarden Menschen, die keine angemessene Gesundheits- und Sanitätsversorgung erfahren. Und das ist die große Aufgabe, die die Völkergemeinschaft, allen voran die Vereinten Nationen, natürlich hat. Fast immer sind die Ursachen für diese Missstände nicht Naturkatastrophen, sondern es sind von Menschen herbeigeführte Konflikte, die sich heute, anders als das vielleicht die Gründer der Vereinten Nationen sich vorgestellt haben, die sich heute ganz oft innerhalb von Staaten abspielen. Es ist halt auch häufig sogar schwer zu identifizieren, wer ist verantwortlich, wer hat Macht, wer hat Einfluss, wer ist Ansprechpartner von außen, wenn es darum geht, zu vermitteln und entsprechend einzugreifen. Und wir sehen das ja an der Komplexität des Syrien-Konflikts, welches Drama sich dort abspielt und wie wir ganz konkret als Vereinte Nationen auch ein Stück weit ohnmächtig sind gegenüber der Situation. Die UN-Resolution, die das Abwerfen von Bomben auf Zivilisten und, verbietet und auch den Zugang zu humanitärer Hilfe fordert, sie wird eben in Syrien nicht durchgesetzt. Und sie wird auch nicht durchgesetzt werden, dadurch, dass das die Veto-Nation Russland jetzt Assad unterstützt, die ja bei den Vereinten Nationen auch eine solche Resolution mitgetragen hat. Also das Dilemma ist offensichtlich. Und deswegen müssen wir vorankommen mit einer Reform der Vereinten Nationen und wir müssen vorankommen mit unseren Bemühungen, unseren Beitrag zur Entwicklung der Welt im Rahmen der Vereinten Nationen zu leisten. Ich finde es gut, dass Deutschland, der Minister hat es ja auch angesprochen, die Initiative unterstützt, dass wir doch die 5 Vetomächte im Sicherheitsrat davon überzeugen wollen, auf ihr Vetorecht zu verzichten, wenn es ganz konkret um Menschenrechtsverletzungen geht, wenn es um das vor Gericht Zerren von Machthabern geht, die Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben. Es gibt ja einzelne der Vetomächte, die auch für eine solche freiwillige Selbstbeschränkung offen sind. Ich mache mir keine Illusionen, dass es gelingt, das Vetorecht irgendwie aus der Charta rauszustreichen. Aber ich glaube schon, dass auf diesem Wege ein erster Schritt hin zu einer Öffnung möglich ist. Ich bin auch der Meinung, dass wir Deutschland gut beraten sind, aktiv mitzuwirken an einer Reform der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrates. Und dazu gehört für mich auch, dass wir als Deutsche im Zweifel bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Also dass wir als Deutschland auch bereit sind zu sagen, jawohl, wir gehen rein in dieses Gremium und nehmen dort auch nicht nur gelegentlich, sondern wenn wir dann dran sind, sondern ständig auch unsere Aufgaben und unsere Verpflichtungen wahr, was natürlich auch eine Verantwortung bedeutet. Was wie ich finde, relativ schnell abzustellender Missstand der Vereinten Nationen ist, den ich auch offen ansprechen will, ist, dass die wichtigen Hilfswerke offensichtlich alle unterfinanziert sind, sodass sie im Falle, dass sie ganz konkret besonders gefordert sind, ein Stück weit von der Hand in den Mund leben. Wir erleben es jetzt bei dem Flüchtlingshilfswerk und beim World Food Programm. Wir haben es letztes Jahr erlebt im Zusammenhang mit Ebola, wenn es um die Gesundheitsversorgung geht. Ich würde mir wünschen, dass wir zu einem Mechanismus kommen, in der erstens wirksame Maßnahmen gegen die Staaten möglich sind, die ihre Verpflichtung in diese Hilfswerke einzuzahlen, nicht nachkommen. Und ich würde mir zweitens wünschen, dass wir einen Mechanismus finden, dass die Chefs dieser Hilfswerke nach Ausbruch einer Krise nicht erst wochenlang Geld sammeln müssen, sondern dass sie konkret mit ihrer Arbeit beginnen können. Und ich glaube, dass da eine deutsche Initiative, wie sie ja auch
eingeleitet ist, einen wichtigen Beitrag leisten kann. Es lohnt sich auch im 21. Jahrhundert auf die Vereinten Nationen zu setzen. Es lohnt sich, dass Deutschland dem Prinzip folgt, dass wir dann uns international engagieren, wenn es dafür eine völkerrechtliche Grundlage und eine entsprechende Unterstützung der Vereinten Nationen gibt. Es lohnt sich auch, dass Deutschland sich mehr einbringt, sowohl in den zivilen als auch in die robusten Mandate, die die Vereinten Nationen entsprechend beschließen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Haus die große Einigkeit, die wir jeweils bei der Unterstützung dieser Politik haben, auch in den nächsten 70 Jahren der Vereinten Nationen aufrechterhalten. Herzlichen Dank. Jürgen Hart war das seit kurzem außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion hier in der Aussprache zur Regierungserklärung 70 Jahre Vereinte Nationen. Nächster Redner ist für die Grünen deren menschenrechtspolitischer Sprecher Tom Königs, der unter anderem auch schon Stellvertreter des Sondergesandten der Vereinten Nationen im Kosovo war. Er kennt sich also aus mit der Rolle der Vereinten Nationen in Krisen und Kriegen. Zunächst mit der Charta, dann mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Der Geist dieser beiden Dokumente prägt noch heute die Vereinten Nationen und prägt auch alle die, die für die Vereinten Nationen arbeiten, in den Organisationen der Vereinten Nationen, in den Missionen, und zwar internationale wie nationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Geist von Eleanor Roosevelt, der ersten Vorsitzenden der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, ist in der UN-Family präsent. Und allen denen, die da mal gearbeitet haben, die merken das, dass das ausstrahlt bis in die Orte, die fernen Orte, wo die Vereinten Nationen tätig sind, auch auf die Soldaten, aber natürlich die Zivilisten, nationale und internationale. Die Prinzipien, die damals festgelegt sind, auf die sich damals die Staaten geeinigt haben, von denen zehren wir noch heute. Und wer weiß, ob die jetzt 193 Regierungen heute sich noch einmal zu einer derartig fundamentalen zu einem Wertekodex hätten einigen können. Glücklicherweise haben wir diese Werte und teilen diese Werte. Die Vereinten Nationen stehen für den Anspruch, die Hoffnung, die Utopie der Menschheit auf Frieden und Menschenrechte. Aber die Vereinten Nationen zeigen auch die Wirklichkeit in ihren Dokumenten, in ihren Berichten. Und die Bemühung, diesen Anspruch mit der Wirklichkeit zusammenzubringen oder umgekehrt, die Wirklichkeit an diesem Anspruch zu messen, die zeichnen diese Weltorganisation gerade aus. Und deshalb sind die Vereinten Nationen heute wichtiger denn je. Heute, wo die Krisen überhand nehmen. 60 Millionen Flüchtlinge, Syrien-Krise, das Erstarken des Terrorismus, die ungebremste Aufrüstung, Rüstungsexporte, aber auch der Klimawandel, Ebola. Das sind Probleme, die man nur gemeinsam lösen kann. Und ohne eine starke Vereinte Nationen und werden wir diesen globalen Herausforderungen nicht gerecht. Wir brauchen die Vereinten Nationen und die Vereinten Nationen brauchen uns. Denn das hat der Außenminister richtig gesagt. Die Vereinten Nationen sind nur so stark, wie wir sie machen. Man kann immer meckern, dass die Vereinten Nationen das und das ja nicht hinkriegen, so uneins sind. Aber tun wir wirklich alles, um sie einig zu machen? Ich finde, eine ganz markante Komponente ist, dass alle wichtigen Dokumente, Summit Documents und so weiter, aber auch jedes Mandat immer wieder sich rückbesinnt auf die universelle Erklärung der Menschenrechte und ein starkes menschenrechtliches Mandat in allen diesen Aktivitäten und Organisationen ist wichtig, und sich darauf immer wieder zu beziehen, ist auch wichtig. Das ist in Teilen gelungen bei den 17 Entwicklungs- und Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2013. Die Vereinten Nationen haben die Legitimation für solche Beschlüsse und auch die Möglichkeit, an der Umsetzung mitzuarbeiten. Aber die Arbeit müssen die einzelnen Staaten machen. Die Probleme der Vereinten Nationen sind ja nicht neu. Schon Monate nach der Gründung fing es an, dass der Konsens der Siegermächte zu Ende war. Und bei der Suez-Krise war der Sicherheitsrat blockiert.
Es ist aber nicht so, dass sich in so einer Situation nichts machen ließe. Dag Hammarskjöld hat die Generalversammlung zu einer Sondersitzung zusammengebracht und hat es fertiggebracht, eine Mission auf den Weg zu bringen. Und sage und schreibe, 48 Stunden nach dem Beschluss des Mandates waren die ersten Friedenstruppen der ersten Friedensmission UNEF unterwegs. Das waren Zeiten. Heute gelingt es auch Jahre später noch nicht, Missionen wie Darfur oder Kongo auch nur annähernd entlang der geplanten Kapazitäten auszustatten. Die Entsendung verläuft schleppend. Das Personal stammt aus immer denselben Ländern, meist Südasien und Afrika. Die Ausstattung ist veraltet. Obwohl die Friedensmissionen alle zusammen die größte aktive Armee der Welt mit 100.000 Soldaten kaum ein 0,5% der weltweiten Militärausgaben ausmachen. Trotzdem gelingt es nicht, die nötigen Truppen zusammenzubringen. Vor 2 Wochen, der Außenminister hat es erwähnt, hat Obama selbst zu einem Gipfel zu Friedensmissionen eingeladen. Außenminister war auch da. Ziel war es, auch neue Staaten dazu zu bringen, Truppen zu entsenden, Missionen zu unterstützen. Die Deutschen haben auch ein paar Ausbilder zugesagt. Das Polizeikontingent, bisher 19 Polizisten in allen Missionen, soll um 45 Polizisten erweitert werden. Damit haben wir dann 0,5% der insgesamt 13.000 Polizisten gestellt. Wir liegen da irgendwo hinter Guatemala. Da geht mehr. Und da muss auch mehr passieren. Wir wollen, dass Deutschland, die Vereinten Nationen in der Außen-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik und auch als Plattform für die zentralen politischen Diskussionen nutzt und stützt. Und jetzt kommt die Sicherheitsratsreform. Da heißt es immer, Deutschland braucht einen Sitz. Gleichzeitig sagt man aber, Europa braucht einen Sitz. Europa ist gut vertreten mit 2 ständigen Sitzen und 2 nicht ständigen. Wenn wir uns denn einigen würden, wenigstens mit Frankreich, hätten wir ja diesen Sitz. Und der deutsche Wunsch spaltet Europa. Die G4-Initiative, Südamerika, Ostasien und vor allem Afrika besser zu vertreten, hätte viel mehr Kraft, wenn wir nicht pro domo reden würden. Die Initiative hilft. Die Initiative ist nötig. Der Einsatz für Indien, Japan, Brasilien, Südafrika wäre viel glaubwürdiger. Und Vorschläge, die vorhanden sind, unterstützen. Notfalls mit den kleineren Staaten, den Mittelmächten, die nicht ideologisch so fixiert sind, so wie das damals Dag Hammarskjöld gemacht hat. Leider ist es zurzeit noch so, dass sich die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates immer nur da einsetzen, wo es entweder ihren Zielen dient oder wenigstens nicht ihren Zielen zuwiderläuft. Die Initiative von Frankreich ist gesagt worden. Wenigstens bei den Fällen der groben Menschenrechtsverletzung, des Völkermords, der Kriegsverbrechen, auf das Veto zu verzichten. Und da muss man dann alle sammeln, um Legitimität zu sammeln, selbst wenn man die Blockierer vielleicht im Einzelfall nicht sofort kriegt. Auch das zahlt sich aus. Der Generalsekretär hat dieses Dilemma aufgegriffen und einen guten Bericht zur Zukunft der Friedensmissionen verfasst. Dessen Umsetzung sollte sich Deutschland nach Kräften widmen. Die wichtige Botschaft: Die Friedensbemühungen der Vereinten Nationen müssen politischer werden. Mehr Prävention, weniger Reaktion, mehr Mediation und weniger Zwang. Denn darum geht es letztlich. Der politische Prozess, der den Konflikt beendet oder sein Ausbrechen verhindert. Die Verhandlungen, die auf Versöhnungen setzt und die die Menschenrechte an die erste Stelle setzen. Das ist eine menschenrechtsgeleitete internationale Politik, so wie wir sie wollen. Hochpolitisch, schlagkräftig und unbequem, so hat Dag Hammarskjöld die Vereinten Nationen gesehen und gestaltet. Und so müssen sie auch bleiben. Dazu brauchen die Vereinten Nationen unsere, ihre, unser aller Unterstützung.
Tom Königs war das für Bündnis 90 Die Grünen. Und er sagt unter anderem, wir brauchen die Vereinten Nationen und die Vereinten Nationen brauchen uns. So stark können sie sein, wie wir sie machen. Nächster Redner ist Rolf Mützenich, einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD und da natürlich für diesen Bereich Außenpolitik zuständig. Heute an die Gründung der Vereinten Nationen vor 70 Jahren erinnern. Aber es ist wichtig, dass wir an die Wahrheit erinnern. Am Anfang war Deutschland bei dieser Gründung nicht dabei. Kollege Bartsch hat daran erinnert. Und erst eine mutige Politik, insbesondere damals in der Bundesrepublik Deutschland, hat es ermöglicht, dass Deutschland am Ende ein vollwertiges Mitglied in den Vereinten Nationen geworden ist. Es war damals die Entspannungspolitik, ein umkämpfter Grundlagenvertrag und die Ostverträge, die erst diesen Weg möglich gemacht haben. Und deswegen sagen wir Sozialdemokraten mit großem Stolz, wir waren daran beteiligt gewesen. Und deswegen ist es gut, dass wir heute ein vollwertiges Mitglied in den Vereinten Nationen sind. Wir sind dankbar. Insbesondere möchte ich daran erinnern, vor einigen Wochen ist Egon Bahr gestorben, dass eben mit diesem Mut und dieser Vision etwas möglich gewesen ist, dass wir uns heute mit Dankbarkeit daran erinnern können. Und deswegen, in der Tat, die Lage in manchen Teilen der Welt ist auch deshalb zum Verzweifeln, weil dort eine Welt in Trümmern liegt, wenn wir sie an der Charta der Vereinten Nationen messen. Die Charta der Vereinten Nationen ist Handlungsschnur für die internationale Politik und ist Handlungsschnur auch für die deutsche Außenpolitik. Deswegen ist es ja so fahrlässig und unhistorisch, und wohlfeil eigentlich, wenn viele, und es ist zu Recht gesagt worden, an der UNO zweifeln. Es sind die Mitgliedstaaten. Und ich würde gerne zwei Sätze von Willy Brandt zitieren, als damals er 1973, als Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, vollwertiges Mitglied in den Vereinten Nationen geworden ist, gesagt hat, und ich zitiere, manche Kritik an den Vereinten Nationen klingt bitter, zynisch, ist fast von jubilierendem Pessimismus, so als hoffe man heimlich, dass die Schwächen der Organisation Idee und Ziel widerlegten. Doch Rückschläge auf dem Weg zu einem Ideal beweisen nicht notwendig, dass jenes Ideal falsch war, sondern oft nur, dass der Weg besser sein könnte. Und umso mehr freue ich mich, dass die Bundesregierung, der Außenminister, die Vereinten Nationen in den Mittelpunkt seiner Außenpolitik gestellt hat. Und ich bin auch dankbar, dass die Koalitionsfraktionen heute einen gemeinsamen Antrag für das vorlegen, was wir besser machen können und was wir uns auch in den nächsten Jahren vorgenommen haben. Und meine Damen und Herren, es gehört soweit mit dazu, die Charta ist eine Richtschnur, aber sie ist auch widersprüchlich. Wie sollte es anders sein? Wenn man auf dem Weg zu einer großen internationalen Politik ist, so steht auf der einen Seite die Souveränität, aber natürlich eben auch aus wohlverstandenem Eigeninteresse die Abtretung von Rechten und insbesondere die Lösung an gemeinsamen Problemen mitzuarbeiten. Auf der einen Seite die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, aber auf der anderen Seite sehen wir Staatszerfall in immer mehr Staaten auf der Welt und dann die territoriale Integrität natürlich an anderer Stelle. Die Nichteinmischung korrespondiert mehr und mehr mit der Frage der menschlichen Sicherheit. Und ich bin froh, dass auch die menschliche Sicherheit heute zu einer wertegeleiteten Außenpolitik in diesem Bereich gehört. Und dennoch sage ich, wir dürfen die Vereinten Nationen nicht überfordern und insbesondere anerkennen, welche Leistungen sie gebracht hat. Und zu Recht, der Außenminister hat daran erinnert, es gibt viele deutsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vereinten Nationen, aber es gibt eben insbesondere aus aller Welt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Dienste der Vereinten Nationen oft verletzt und leider eben auch ums Leben gekommen sind. Und das gehört zu der bitteren Wahrheit mit dazu. Umso mehr bin ich dankbar, dass wir in Deutschland zum Beispiel mit der Bundeszentrale für politische Bildung, aber zum Beispiel auch mit der Deutschen Gesellschaft der Vereinten Nationen zwei wichtige Institutionen haben, die jungen Menschen auch die Idee der Vereinten Nationen nahebringen. Und wir von unserer Seite aus sollten sie auch in diesem Punkt mit unterstützen und immer wieder ermutigen. Meine Damen und Herren, wenn ich über auch Widersprüche spreche, die es natürlich angelegt ist, auch in der internationalen Politik, so gilt es auch, einem Vorwurf zu begegnen, der oft sagt, es ist falsch, dass man die Vereinten Nationen immer wieder an der Staatsfixiertheit misst.
Ich finde es dennoch richtig. Es ist ein Staatenbund auf der einen Seite. Und wir aus unserer historischen Entwicklung in Europa wissen, es braucht funktionierende Staaten, um Frieden im Innern, aber auch Frieden im Äußeren zu erreichen. Und deswegen treten wir auch für funktionierende Staatlichkeit ein. Das Gewaltmonopol des Staates ist nicht alles. Es muss eingebunden sein in Rechtsstaatlichkeit und demokratische Legitimation. Aber das gehört genauso zur Konstituierung der Vereinten Nationen mit dazu, wie soziale Gerechtigkeit, die Fähigkeit zum Kompromiss und, wie der Bundesaußenminister gesagt hat, gutes Regieren. Das ist hart erstritten worden in Deutschland, in Europa. Aber es ist wichtig, auch immer wieder, wenn wir über die Vereinten Nationen reden, darüber nachzudenken. Und ein ganz wichtiges Prinzip hat die Charta der Vereinten Nationen auch gefunden. Sie hat gesagt, es muss regional abgefedert werden. Und deswegen sind wir ja so dankbar, dass wir eine europäische Idee innerhalb des Dachs auch der Vereinten Nationen umsetzen können. Weil das hat in den letzten Jahrzehnten manches auch in der internationalen Politik anderen Ländern erspart, dass nämlich von Europa Frieden ausgeht. Und genau das ist ja die Idee, um die wir tagtäglich auch letztlich kämpfen. Meine Damen und Herren, es ist das Privileg eines Abgeordneten, diplomatisch nicht so zurückhaltend sein, nicht so zurückhaltend sein zu müssen wie der Außenminister. Deswegen lassen Sie mich es ganz offen sagen. Ich habe es bedauert, dass weder der russische Präsident noch der amerikanische Präsident in der Generalversammlung der Vereinten Nationen Demisturas Arbeit gewürdigt hat und nicht sozusagen daran angeknüpft hat, weil das wäre ein Hoffnungszeichen auch gewesen, über einen Frieden oder zumindest von der Abwesenheit des Krieges in Syrien zu sprechen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen Demistura beauftragt hat, ermutigt und auch von dieser Stelle aus weiterzuarbeiten. Wir von Deutschland, wir vom Parlament unterstützen ihn weiter in dieser sehr wertvollen Arbeit. Meine Damen und Herren, wenn ich darf, würde ich gerne, es gehört nun mal auch zu den Schwerpunkten, die wir versucht haben, von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer wieder in den Vereinten Nationen zu verankern. Abrüstung ist ein Pfeiler dieser Politik. Und zu Recht, der Kollege Königs hat eben durchaus die Linke daran erinnert, dass sie eben nicht die Vernichtung der Chemiewaffen hier mit unterstützt hat, sondern leider dagegen gestimmt hat. Aber es war ein Auftrag der Vereinten Nationen gewesen, genauso wie über das Verhandlungsmandat mit dem Iran. Es war von Seiten der Vereinten Nationen abgefedert. Und wir waren froh, dass wir an Deutschland an verantwortlicher Stelle sowohl bei der Vernichtung der Chemiewaffen als auch bei den Verhandlungen mit dem Iran uns beteiligen konnten. Und wenn Kollege, ich über Abrüstung spreche. Kollege Mützenich, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Hensel? Wenn ich mit der Frage der Abrüstung Sie dazu ermutigt habe, ja. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Ja, lieber Kollege Mützenich, Abrüstung ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Und bei uns haben wir das diskutiert, damals, als es um die Vernichtung der Chemiewaffen ging. Wir haben das auch sehr begrüßt, dass es hier in Deutschland stattfindet. Wir hielten aber die Beteiligung der deutschen Marine da nicht für notwendig. Darüber kann man diskutieren. Wir haben uns so entschieden. Aber wir haben ja ganz andere Herausforderungen. Das betrifft auch die atomare Abrüstung. Und wir haben im Moment die Situation, dass atomare Sprengköpfe, die hier gelagert sind in Deutschland, modernisiert werden. Das heißt, auf europäischem Boden werden neue taktische Atomwaffen stationiert. Und es gibt auch die Überlegung seitens der USA, in Osteuropa taktische Atomwaffen zu stationieren. Meine Frage ist, wie sieht die Bundesregierung die jetzige Modernisierung von taktischen US-Atomwaffen in Deutschland angesichts der großen Herausforderung der Abrüstung? Und sehen Sie nicht die Gefahr einer neuen atomaren Aufrüstungsspirale dadurch? Ich freue mich, dass die Linke an der Seite der Sozialdemokraten und insbesondere an der Seite des Außenministers ist, weil er hat vor wenigen Monaten in Wien verkündet, dass unter dem deutschen Vorsitz bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit genau dieses Thema, nämlich der Abrüstung, der konventionellen Abrüstung, die sozusagen ein Spiegelbild von dem ist, was Sie eben beschrieben haben, auch diskutiert wird. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn Sie den Außenminister im kommenden Jahr bei dieser Frage mit unterstützen würden. Und wenn ich Ihnen vielleicht auch noch auf Ihre Frage antworten darf, Sie haben mich ja gefragt, und es reicht ja nicht, sozusagen nur eine Antwort zu geben. Es gilt auch eine zweite Antwort. Ich bedauere, dass Sie erneut wieder sich haben einen schlanken Fuß gemacht
bei einem Auftrag, der von Seiten der gesamten Vereinten Nationen an Deutschland gestellt worden ist, nämlich chemische Restsubstanzen, die auf dem Mittelmeer damals auch unter Begleitschutz vernichtet worden sind, hier in Deutschland endgültig zu vernichten. Da haben Sie sich wirklich erneut überhaupt nicht an einem internationalen Mandat, deswegen ist es ja so wohlfeil, wenn Sie über die Vereinten Nationen sprechen, beteiligt, weil hier haben wir etwas ganz Konkretes für die Vereinten Nationen gemacht, nämlich für Abrüstung in Syrien beizutragen. Und das wäre sozusagen auch eine Chance für die Linke gewesen, in dieser Legislaturperiode zu beweisen, dass sie es ernst meint mit Fragen, die die Vereinten Nationen an sie stellen. Und deswegen, wenn ich den Außenminister ermutigen möchte, im Bereich der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit auch stärker noch das Abrüstungsthema zu bearbeiten, würde ich ihn auch gerne darin ermutigen, was der Koalitionsvertrag unserer beiden Parteien, der drei Parteien, der beiden Fraktionen gesagt hat, nämlich der völkerrechtlichen Ächtung vollautomatisierter Waffensysteme. Auch das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Und da sind in den letzten Monaten gerade von Deutschland Anstrengungen ausgemacht worden. Und das war im Grunde genommen genauso ein konkreter Beitrag für Abrüstung und Rüstungskontrolle. Und wir im gesamten Bundestag sollten das, finde ich, mit unterstützen. Ich würde gerne noch an einen Punkt erinnern, der bisher noch keine große Rolle gespielt hat. Und das zählt für die Vereinten Nationen genauso mit auf das Habenkonto, dass nämlich das Völkerrecht mehr und mehr Leitschnur der internationalen Politik geworden ist. Die internationalen Gerichtshöfe, die entweder durch Vermittlung, durch letztlich Rechtsgutachten auch Streitfälle schlichten, die das Völkerrecht fortentwickeln. Das römische Statut ist eine phänomenale sozusagen auch Fortschritt in dem Bereich der Vereinten Nationen und auch die internationalen Strafgerichte. Deswegen, meine Damen und Herren, die Vereinten Nationen sind nicht alles, schon gar keine Weltregierung. Für eine aus den Fugen geratene Weltordnung sind sie gleichwohl ein Mittel zur Konfliktbearbeitung. Wir können mit Stolz und Entschlossenheit daran mitarbeiten. Vielen Dank. Rolf Mützenich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender bei der SPD, mit seinem Beitrag in der Aussprache zur Regierungserklärung des Bundesaußenministers, nämlich zum Thema 70 Jahre Vereinte Nationen für die Unionsfraktion. Jetzt Andreas Nick. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 70 Jahre Vereinte Nationen sind Anlass zu Rückblick und Ausblick, zu einer kritischen Bestandsaufnahme des Erreichten, aber auch der Zukunftsaufgaben der Vereinten Nationen und der Anforderungen, die sich daraus ergeben. Die Gründung der Vereinten Nationen gehört zweifelsohne zu den großen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Sie stehen nach dem Scheitern des Völkerbunds für einen Neuanfang, um Bemühen um Frieden und ein besseres Zusammenleben auf unserem Planeten. Mit der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 entstand ein gemeinsames Wertefundament, auf das sich alle Menschen weltweit berufen können. Und wie keine andere Organisation weltweit nehmen sich die Vereinten Nationen der Sicherung des Friedens, des Schutzes der Menschenrechte und humanitärer Aufgaben an, etwa in Flüchtlingslagern oder bei Hungersnöten. Als globales System kollektiver Sicherheit und als institutionalisiertes Forum für internationalen Austausch sind die Vereinten Nationen unverzichtbar. Die Glaubwürdigkeit der VN als Institution hat aber gelitten, weil durch die Blockadehaltung einzelner Mitglieder im Weltsicherheitsrat Entscheidungen zunehmend unmöglich werden. Aber auch wenn sie nicht immer alle Erwartungen erfüllen konnten, die Rolle und die Legitimation der Vereinten Nationen bei der Durchführung von Friedensmissionen sind unbestritten. Friedensmissionen sind längst nicht mehr auf militärische Mittel beschränkt. In der heutigen multidimensionalen Mission kommt die gesamte Bandbreite militärischer, polizeilicher und ziviler Instrumente zum Tragen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben benötigen die Vereinten Nationen eine angemessene Ausstattung, finanziell und personell. Deutschland ist zwar viertgrößter Beitragszahler für den Peacekeeping-Haushalt, bislang aber mit lediglich 159 Soldaten, das sind weniger als 0,2% aller in UN-Friedensmissionen eingesetzten Soldaten, und 20 Polizeikräften in internationalen Missionen vertreten. Meine Damen und Herren, wenn wir die Vereinten Nationen stärken wollen, dann müssen wir uns auch der Verantwortung stellen, auch einen angemessenen personellen Beitrag zu internationalen Friedensmissionen zu leisten. Und dabei geht es
vor allem um Schlüsselfähigkeiten in anspruchsvollen technischen Bereichen, bei der Logistik, in Aufklärungs- oder Führungsfähigkeiten oder im Sanitätswesen. Auch im Bereich der polizeilichen Einsatzkräfte genießt Deutschland einen hervorragenden Ruf. Auch hier müssen wir mehr Einsatz zeigen. Auch das erfordert Verbesserungen auch in der Zusammenarbeit von Bund und Ländern, die zum Teil eben ja auch die Kräfte stellen müssen. Die größten Herausforderungen bei Konfliktverhütung und Eindämmung liegen allerdings bei Bürgerkriegen und innerstaatlichen Konflikten, so wie in Syrien oder historisch in Ruanda. Als Reaktion auf das Versagen der internationalen Gemeinschaft beim Völkermord in Ruanda 1994 wurde das Konzept der Responsibility to Protect, der Schutzverantwortung, entwickelt, für dessen Weiterentwicklung und Stärkung wir uns einsetzen. Die internationale Gemeinschaft ist gefordert, wenn ein Staat nicht willens oder fähig ist, seine Bevölkerung vor schwersten Menschenrechtsverletzungen zu schützen oder gar Krieg gegen seine eigene Bevölkerung führt. Wir unterstützen daher nachdrücklich die französische Initiative, dass die ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats bei Fragen der Schutzverantwortung grundsätzlich auf ihr Veto verzichten. Die Vereinten Nationen definieren aber auch Zukunftsaufgaben. Mit der Agenda 2030, die für einen Paradigmenwechsel steht, wird darauf hingearbeitet, die beiden großen Ziele der Armutsreduzierung und der ökologischen Tragfähigkeit unseres Planeten miteinander in Einklang zu bringen. Daher kann es auch kein einfaches Weiter-so im Sinne traditioneller Konzepte der Entwicklungspolitik geben, sondern wir brauchen eine und haben damit eine international vereinbarte universelle Agenda, die sich erstmals an alle Ländergruppen weltweit richtet und konkrete Anforderungen stellt, im Sinne einer globalen Partnerschaft. Die entwickelten Länder müssen sich einbringen, etwa bei der Entkopplung des Energieverbrauchs von den CO2-Emissionen durch moderne Technologien und entsprechende Konzepte. Deutschland kann hier im Bereich des Klimaschutzes auch bei der Klimakonferenz Ende des Jahres in Paris wiederum eine Vorreiterrolle einnehmen. Aber die Schwellen- und Entwicklungsländer müssen vor allem durch gute Regierungsführung, Bekämpfung von Korruption und Schaffung attraktiver wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ihrerseits zentrale Voraussetzungen für Wohlstand und Entwicklung schaffen. Der Präsident des Bundestages, Professor Lammert, hat bei der Konferenz der Parlamentspräsidenten in New York vor einigen Wochen ausdrücklich bemängelt, dass leider die Entwicklung demokratischer Verhältnisse wieder nicht zu den ausdrücklich vereinbarten 17 nachhaltigen Entwicklungszielen gehört. Eine Kritik, der wir uns, glaube ich, anschließen sollten. Demokratie ist kein Luxus für wenige, sondern eine elementare Voraussetzung für Wohlstand und Entwicklung weltweit. Und in einer globalisierten Welt brauchen wir auch künftig noch mehr funktionierende Global Governance, und zwar mehr denn je. Bei allen Defiziten, die ich angesprochen habe, gilt, die Vereinten Nationen sind dafür die beste Hoffnung. Aber wir müssen dafür auch ihre Effektivität und Legitimation stärken, wenn wir das erreichen wollen. Die Vereinten Nationen, es ist schon gesagt worden, müssen die Realität der Welt von heute abbilden. Und das wird nicht gelingen, solange ihr institutioneller Aufbau vorrangig die Machtverhältnisse des Jahres 1945 widerspiegelt. Und es soll sich dabei auch niemand täuschen. Wenn es nicht gelingt, dann droht auf Dauer ein weiterer Verlust der Relevanz der Vereinten Nationen. Globale Probleme werden sich dann neue Formate suchen oder im schlimmsten Falle weiter ungelöst bleiben. Deshalb ist die Reform des UN-Sicherheitsrates weiterhin eine der dringlichsten Aufgaben. Wir unterstützen den Vorschlag der G4, Japan, Indien, Brasilien und Deutschland. Es ist vorhin gesagt worden, wir sollten darauf verzichten. Ich glaube, es ist allgemein anerkannt, auch in den Gesprächen, die wir vor kurzem mit der Delegation des Unterausschusses in New York geführt haben, dass wir in Deutschland hier keine vorrangig eigenen Ziele verfolgen, sondern für mehr regionale Ausgewogenheit, für breitere Legitimation werben. Wenn es denn gewünscht ist, dann ist Deutschland auch bereit, mehr Verantwortung auf allen Ebenen in diesem Prozess zu übernehmen. Deshalb bewerben wir uns für das Jahr 2019 erneut um einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat und sind langfristig auch bereit, einen ständigen Sitz zu übernehmen. Wir wollen auch die personelle Vertretung deutscher Mitarbeiter in der UN und in den Organisationen verstärken. Und ich füge hinzu, wir unterstützen auch ausdrücklich die Bewerbung des Bundesrechnungshofs für die Rolle im UN Board of Auditor, eine wichtige Maßnahme, um uns auch international dort stärker zu engagieren. Der Haushaltsausschuss hat da ja auch entsprechende Unterstützung gewährleistet. Meine Damen und Herren, für Frieden, Sicherheit und menschlichen Fortschritt werden die Vereinten Nationen auch in den kommenden 70 Jahren unentbehrlicher Partner bleiben. Eine bessere Welt können wir nur gemeinsam mit den Vereinten Nationen schaffen. Vielen Dank.
Andreas Nick für die Unionsfraktion in der Aussprache zur Regierungserklärung 70 Jahre Vereinte Nationen. Nächste Rednerin kommt wieder aus der SPD-Fraktion und ist Edelgard Bullmann, auch sie im Auswärtigen Ausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Herren und Damen, vor 70 Jahren wurde nach zwei furchtbaren, schrecklichen Weltkriegen mit der Gründung der VN eine neue Epoche internationaler Beziehungen eingeleitet. Für uns Menschen in der westlichen Welt waren 70 Jahre Vereinte Nationen 70 Jahre des Friedens. Aus Feinden sind gute Nachbarn geworden. Zudem erfreuen wir uns einer noch nie vorher erlebten persönlichen Freiheit und auch Sicherheit. Wenn man allerdings die Vorstellung hegte, dass die VN eine Weltdemokratie schaffe, in der überall und zu jeder Zeit demokratische Grundsätze und Prinzipien herrschen würden, dass eine Welt ohne Gewalt und Konflikte entstehe, dann muss man konstatieren, nein, das ist nicht gelungen. Global gesehen ist mit der Gründung der UN der Aufbau einer internationalen Ordnung gelungen, die zwar nicht grundsätzlich den Ausbruch von Kriegen verhindert hat, aber sie hat maßgeblich zur Eindämmung von Konflikten und zur Befriedung von Regionen beigetragen. Und damit hat sie für das Leben der Menschen einen ungeheuren Beitrag geleistet. Sie ist das Forum, wo Staaten miteinander reden, miteinander verhandeln, oft mühsam, oft langwierig, wo sie sich Regeln für das Miteinander und das Zusammen geben, statt, so kann man es sagen, aufeinander zu schießen. Regeln, die für unser Zusammenleben eine ungeheure Bedeutung haben, wie zum Beispiel das Verbot des Exportes von Massenvernichtungswaffen oder das Konzept des Schutzes der Verantwortlichkeit, Protect to Responsibility, R2P, Responsibility to Protect, oder auch das Verbot zum Beispiel von Kleinwaffen und die Eindämmung von Kleinwaffen, um nur einige Beispiele zu nennen. Und was vielleicht sogar noch wichtiger ist, dass es gelungen ist, dass heute jeder Diktator, jeder Milizionär, der Menschenrechte mit Füßen tritt, der sich zu Völkermord und Kriegsverbrechen hinreißen lässt, heute damit rechnen muss, von der Völkergemeinschaft zur Verantwortung gezogen zu werden. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es keine Einbahnstraße des Fortschrittes. Wir erleben gerade jetzt die Rückkehr der Barbarei mit Massenhinrichtung, mit der Versklavung von Frauen und Mädchen, mit der Verfolgung von ethnischen und religiösen Minderheiten. Ganze Staaten befinden sich in Auflösung und Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Sie suchen Rettung, sie suchen Sicherheit, sie suchen ein besseres Leben. Ich bin davon überzeugt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine Epochenwende erleben, die uns viel abverlangen wird und die wir nur gemeinsam in internationaler Kooperation auch bewältigen können. Und Deutschland wird dabei mehr Verantwortung übernehmen müssen. Aber Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht automatisch, sich vor allem militärisch einzubringen. Militärische Mittel, das gilt heute umso mehr, sind nur die Ultima Ratio, um Terror zu beenden, um Bürgerkrieg zu beenden und Verhandlungen zu ermöglichen. Militäreinsätze alleine bringen eben keine Stabilität. Und deshalb sollten wir alles daran setzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die verschiedenen friedenssichernden und fördernden Instrumente der Vereinten Nationen zu stärken, die Maßnahmen für zivile Krisenprävention und Krisenbewältigung besser miteinander zu verknüpfen und dabei im Übrigen auch die Schlüsselrolle von Frauen für Friedenskonsolidierung stärker zu berücksichtigen. Die Vereinten Nationen werden aber nur dann stärker werden. Sie werden dann nur wirkungsmächtiger werden, wenn die Mitgliedstaaten sie stärken. Finanziell, personell und in ihrer Ausstattung. Das gilt besonders für die hochentwickelten Länder. In Krisensituationen entscheidet die schnelle und ausreichende Bereitstellung von hochspezialisierter Ausrüstung und Personal oft über Krieg und Frieden.
Und deshalb muss Deutschland seine Beteiligungen an den VN-Missionen finanziell, personell und auch mit der Ausstattung spürbar deutlich erhöhen. Wir unterstützen ausdrücklich die Entscheidung der Bundesregierung, mehr Spezialisten in die Polizeimission in Mali, Südsudan, Haiti und Somalia zur Ausbildung, aber auch zur Korruptionsbekämpfung zu entsenden. Denn ohne qualifizierte Polizei ist Rechtsstaatlichkeit nicht zu gewährleisten, und ohne Rechtsstaatlichkeit gibt es keinen Frieden. Aber auch das sage ich an die Adresse der Regierung, wir werden noch mehr leisten müssen. Und zwar sowohl bei Polizeimissionen wie aber auch bei zivilen Kriseneinsätzen generell. Der VN-Generalsekretär hat vor wenigen Wochen auf einige gravierende Probleme der VN-Mission hingewiesen. Die lassen sich wie folgt zusammenfassen: zu schlecht ausgestattet, zu spät gestartet, zu wenig zielgerichtet, zu kurzfristig angelegt und zu wenig koordiniert. Und er fordert, dass Konfliktprävention und Mediation Vorrang haben sollen vor allen anderen Bemühungen, dass Missionsziele passgenauer konzipiert werden müssen und dass Konfliktbearbeitung und Lösung ein anhaltendes, hohes, umfassendes politisches Engagement erfordert. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Bemühungen, diese Veränderungen müssen wir mit aller Kraft von unserer Seite aus unterstützen. Denn unsere Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen und Jahrzehnten zeigen sehr deutlich, Konfliktparteien werden nicht plötzlich zu Freunden, nur weil sie einen Vertrag unterschrieben haben. Mehr Verantwortung zu übernehmen heißt deshalb heute, Hilfe und Unterstützung zu geben bei der Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit, von Good Governance, politischer und regionaler Machtteilung, dem Schutz von Menschenrechten, der Bekämpfung von Korruption, der Schaffung von Verteilungsgerechtigkeit mit Geld, besonders durch Experten und Helfer. Der Aufbau eines Sicherheitssektors, der sich nicht einzelnen Machthabern verpflichtet fühlt, sondern der Verfassung verpflichtet fühlt, sowie die Stärkung der Zivilgesellschaft, sind ebenso Bedingungen für Frieden und Sicherheit wie Gesundheitsversorgung, Zugang zu guten Bildungsmöglichkeiten und Hilfe für die wirtschaftliche Entwicklung. Mehr Verantwortung zu übernehmen heißt, den Herausforderungen des Klimawandels durch eigenes Handeln Rechnung zu tragen und illegale Finanzströme zu unterbinden. Mehr Verantwortung zu übernehmen heißt kurz, die Entwicklung stabiler Gesellschaften zu fördern. Das hat die UN im Übrigen bei ihrer Gründung schon sehr präzise und sehr deutlich als ihren Auftrag beschrieben. Hilfe bei der Schlichtung von Konflikten zu leisten und Versöhnungsprozesse zu moderieren. Willy Brandt hat das bereits vor über 50 Jahren, fand ich sehr zutreffend, beschrieben. Er hat gesagt, es genügt nicht, friedfertige Absichten zu verkünden. Wir müssen uns aktiv um die Organisation um Frieden bemühen. Wir müssen für Frieden arbeiten, liebe Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und manche auch, liebe Genossen. Das ist Aufgabe und das Anliegen von uns allen, auch denjenigen, die nicht zu den Rechtgläubigen gehören. Das ist das Anliegen der Vereinten Nationen und das ist unsere Verpflichtung. Und das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, macht ziviles Krisenmanagement, zivile Krisenprävention, das alles macht Friedensförderung der UN aus. Und nur so kann sich eine Kultur der friedlichen Konfliktbewältigung entwickeln. Es ist eben nicht die eine militärische Intervention. Es ist eben auch nicht die eine Entscheidung. Es ist nicht die eine Initiative, die Frieden bringt. Friedensförderung, zivile Krisenprävention ist ein mühsamer, ein langwieriger, ein komplexer Prozess. Und deshalb ist es medienuntauglich. Und deshalb ist sie noch immer in ihrer politischen Bedeutung völlig unterschätzt. Und deshalb erfordert sie im Übrigen auch eine neue politische Kultur. Nicht das in der Politik übliche Ressortdenken, sondern umfassendes strategisches Handeln ist erforderlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach 70 Jahren haben die Ziele der UN-Charta nichts an Aktualität verloren. Erfolg werden wir nur haben, wenn wir gemeinsam
und nicht zuletzt im Rahmen der UN nach Lösungen suchen, die VN stärken, die Vereinten Nationen stärken und mutig und couragiert die Aufgabe annehmen. Ich schließe mit Willy Brandt noch einmal, der, fand ich, sehr zutreffend gesagt hat, in einer Welt, in der jeder auf jeden angewiesen ist, darf Friedenspolitik nicht vor der eigenen Haustür Halt machen. Vielen Dank. Edelgard Bullmann für die SPD-Fraktion und jetzt ein weiterer Redner aus den Reihen der CDU, nämlich Florian Hahn. Er ist Mitglied im Unterausschuss Vereinte Nationen. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossin Bullmann, trotz aller Kritik, die insbesondere mit Blick auf die Strukturen, das ist ja auch schon deutlich geworden in den vielen Debattenbeiträgen der Weltorganisation und vor allem auch ihrer finanziellen Ausstattung, bleiben die Vereinten Nationen unersetzbar. Und das auch nach 70 Jahren. Die UN allein verfügt über eine besondere Legitimität bei der Lösung globaler Fragen. Epidemien wie Ebola, Themen wie Cyberkriminalität oder die Flüchtlingsströme zeigen, dass eben die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht an Landesgrenzen Halt machen. Und die Vereinten Nationen sind als universelles Forum der Völker gerade in den heutigen unruhigen Zeiten unentbehrlich. Meine Damen und Herren, der Auftrag der UN hat sich zudem längst erweitert. Sicherheit wird heute nicht mehr nur rein militärisch definiert. Der Weltzukunftsvertrag, wie Bundesminister Müller die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung richtungsweisend benannte, wird die internationale Entwicklungsarchitektur grundlegend verändern. Im Dezember wird voraussichtlich ein weltweit bindendes Klimaabkommen verabschiedet. Das sind die Entscheidungen über wegweisende Menschheitsfragen. Und so handelt mit Sicherheit kein lahmer Riese, der angeblich keine Durchschlagskraft hat. Viele Kritiker halten dagegen, heute werden so viele Flüchtlinge weltweit gezählt wie seit 1945 nicht mehr. In Syrien, in Irak oder Jemen sind mit den Konfliktparteien Regime und Terrororganisationen am Werk, bei denen die UN machtlos erscheint. Noch dazu zeigt sich das Gremium durch Vetos und Blockaden in vielen Bereichen oft handlungsfähig, unfähig. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Vereinten Nationen agieren meist als eine Art Last Resort, wenn alle anderen Wege bereits vergeblich gegangen wurden. Wenn ich auch noch mit verhaltener Hoffnung nach Libyen schaue, hier ließ die UN trotz schwierigster Bedingungen den Gesprächsfaden nicht abreißen. Die Ausgangsposition des UN-Sondergesandten Bernardino Leon war als alles andere als erfolgsversprechend. Trotzdem konnte man sich auf die Kandidatenvorschläge für eine Regierung der nationalen Einheit einigen. Ein Erfolg, wenn er sich denn realisieren würde, und das hoffen wir, hätte weitreichende Auswirkungen auch auf Europa. Der Westen Libyens war seit Sommer 2014 eine der offenen Flanken Europas, und die fragile Struktur dort bot islamischen Gotteskriegern einen warmen Nistplatz. Es ist der Erfolg der UN, dass wir ab dem 20. Oktober hoffentlich einen handlungsfähigen Ansprechpartner in Libyen haben werden. Das hieße für uns auch der Beginn von Gesprächen über die Flüchtlingskrise. Wir haben in den vergangenen Sitzungswochen über die Phase 2 des Mandats für EUNAVFOR Med entschieden. Zu Recht haben kritische Stimmen angemerkt, dass der Einsatz gegen Schlepper auf dem Mittelmeer nicht weit genug geht. Mit einer Einigung in Libyen bestünde die Möglichkeit, die Mission von internationalen Gewässern auf die libysche Küste auszuweiten und die Schlepper, die aus dem Schicksal der Flüchtlinge ein Geschäft machen, noch effektiver zu bekämpfen. Libyen zeigt, dass der Weg der Vereinten Nationen, der Weg hartnäckiger Gespräche, erfolgreich sein kann. Selbst im Fall Syrien wurden trotz Vetos Resolutionen verabschiedet, wie zur erfolgreichen Chemiewaffenzerstörung oder der Einigung über grenzüberschreitende Hilfsmaßnahmen. Richtig ist, und das zeigt der Syrien-Konflikt mit dem Alleingang Putins sehr drastisch,
dass ein Sicherheitsrat, der die Welt von 1945 abbildet, die Probleme des 21. Jahrhunderts nicht optimal lösen kann. Bundeskanzlerin Merkels gemeinsame Initiative mit den anderen großen Beitragszahlern Brasilien, Japan und Indien, den Sicherheitsrat zu reformieren, ist nur folgerichtig. Die Struktur und Arbeitsweise sollten die wirklichen Kräfteverhältnisse widerspiegeln, sowohl mit Blick auf regionale als auch finanzielle Komponenten. Lassen Sie mich auf einen weiteren Aufgabenaspekt der Vereinten Nationen zu sprechen kommen. Die UN und ihre Friedensmissionen adressieren ja nicht nur die Lösungen von Konflikten und ihren Folgen, sie sollen auch eine wiederkehrende Gewaltspirale verhindern. Ein elementarer erster Schritt ist hierbei das Stärken der fragilen Ordnung in Post-Konflikt-Szenarien. Ich begrüße daher die in der vergangenen Woche im Kabinett beschlossene Ausweitung unseres polizeilichen Engagements in UN-Missionen sehr. Deutschlands Exportschlager ist sicherlich unser Rechtsstaatssystem, und hierzu gehört auch das Vertrauen zu unseren Polizisten. Deutsche Polizeiberater stehen für die Verlässlichkeit eines Rechtssystems und genießen daher weltweit einen hervorragenden Ruf. Mein persönlicher Dank gilt Ihrem Engagement. Insbesondere unser Einsatz in Mali ist ein gutes Beispiel für ein umfassendes deutsches Engagement. 20 Beamtinnen und Beamte werden künftig im Rahmen der UN-Mission MINUSMA malische Polizisten beraten und ausbilden. Die Polizeiausbildung soll Mali helfen, mehr Eigenverantwortung im Sicherheitsbereich übernehmen zu können. Gleichzeitig ist Deutschland mit 195 Soldatinnen und Soldaten an der europäischen Ausbildungsmission EUTM Mali beteiligt und unterstützt mit 5 Zivilisten die GSVP-Mission EUCAP Sahel Mali. Und dieses Engagement ist gerade in Mali wichtig, weil wir in Mali Stabilität brauchen. Das ist essentiell, nicht nur für die Menschen dort, sondern auch für uns, damit die Menschen eine Perspektive haben, in ihrem Land bleiben zu können. Denn aus und durch Mali drohen uns ganz aktuell ähnliche Flüchtlingsbewegungen, wie wir sie im Moment auch über den Balkan erleben. Wir erfüllen mit unserem Einsatz an den europäischen Missionen bereits ähnliche mandatierte Aufgaben. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir darüber diskutieren, ob wir mit genügend Stärke, insgesamt deutscher genügendem Engagement und Stärke an UN-Missionen beteiligt sind. Unsere Entscheidung, das Polizeiengagement von 10 auf 20 im Südsudan zu verdoppeln, illustriert, es geht tatsächlich mehr und eine neue Qualität des Einsatzes. Und es zeigt einen weiteren Aspekt deutschen Engagements. Deutschland sendet ein Spezialistenteam, das sich langfristig und ausschließlich mit dem Thema sexuelle und geschlechterspezifische Gewalt im Südsudan befasst. Dieser spezifische Fokus zeigt, dass wir, wenn wir uns den Wurzeln von Konflikten nähern wollen, Experten benötigen, nicht nur in der Polizei, sondern von den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Sehr geehrte Damen und Herren, bei all den Seitenhieben, die die Vereinten Nationen oft erleiden müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass Erfolge und Stärken der UN oft weniger medienwirksam sind als ihre spektakulären Misserfolge. Daher möchte ich das 70-jährige Jubiläum zum Anlass nehmen, um zum Schluss unseren Blick noch einmal auf die Leistungen des UNO-Sondergesandten Leon richten. Für uns in Deutschland, gerade vor dem Hintergrund der Flüchtlingsströme, kann sein Verhandlungsergebnis, wenn es hält, ein entscheidender Schritt sein. Abschließend möchte ich mich dem Kollegen Jürgen Hart anschließen. Wir müssen die finanzielle Ausstattung gerade der Hilfswerke der UN gemeinsam stabilisieren. Die Vereinten Nationen sind nur so stark, wie wir die Nationen sie machen. Herzlichen Dank. Florian Hahn für die Unionsfraktion hat hier noch mal verwiesen, unter anderem auf UN-Missionen in Afrika und beispielsweise in Mali und Südsudan. Und da kommen wir schon zum letzten Redner in dieser Aussprache über die Regierungserklärung zum Thema 70 Jahre Vereinte Nationen. Und das ist Jürgen Klimke, noch einmal die Unionsfraktion. UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon beginnen. Das 70-Jahr-Jubiläum der Vereinten Nationen bietet die Möglichkeit zum Reflektieren, zurückzuschauen auf die Geschichte der UNO und Bilanz zu ziehen über die bleibenden Errungenschaften. Es ist auch die Möglichkeit zu sehen, wo die UNO und die internationale Gemeinschaft als Ganzes ihre Bemühungen verdoppeln muss.
um den jetzigen und zukünftigen Herausforderungen über die drei Säulen ihrer Tätigkeit entgegenzutreten: Frieden und Sicherheit, Entwicklung und Menschenrechte. Meine Damen und Herren, bevor ich auf die Defizite der Vereinten Nationen im Bereich der Sicherheitspolitik eingehe, die aus meiner Sicht vorhanden sind, die aber auch schon mehrfach angesprochen worden sind, möchte ich auch den Wandel betonen, den diese Institution in den vergangenen 70 Jahren vollzogen hat. Längst stehen auch Themen eben der Entwicklungszusammenarbeit, der Globalisierung und Klimaerwärmung oder eben auch wie jüngst die Flüchtlingskrise auf der Agenda der Vereinten Nationen. Zum Beispiel im Bereich der Entwicklung waren die Millenniums-Entwicklungsziele lange Zeit Vorgabe und Handlungsrahmen. Zeitlich mit dem Jubiläum haben wir nun die Post-Agenda in New York unterzeichnet. Mit den neuen Entwicklungszielen wollen wir eben nicht nur Armut und Krankheiten bekämpfen. Wir wollen auch die Globalisierung ökologisch und sozial nachhaltig gestalten. Um es eben mit Ban Ki-moons Worten zu sagen, auch da müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln. Wenn wir von den Defiziten und von der Dysfunktionalität der Vereinten Nationen reden, so meinen wir fast immer die Säulen Frieden und Sicherheit. Tatsächlich ist es in den 70 Jahren des Bestehens der Vereinten Nationen nicht gelungen, gewaltsame Konflikte zu vermeiden oder wenigstens auch deutlich zu reduzieren, wenn dann zu meditieren. Woran liegt das? Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um den großen Krieg zwischen den Blöcken zu verhindern, mehrfach gesagt worden. Sie spiegeln in ihrer Struktur eben nach wie vor auch die Situation, die Welt von 1945 wider. Das gilt insbesondere für den Sicherheitsrat. Wir fordern eben deswegen eine Reform, damit darin sich auch die globale Verteilung besser abbilden kann und auch das Vetorecht der ständigen Mitglieder behindert die Aktivitäten der Vereinten Nationen. Meine Damen und Herren, und wir sollten eben auch darüber nachdenken, das ist meine persönliche Meinung, aber wird nicht nur von mir propagiert, ob nicht eine parlamentarische Versammlung bei den Vereinten Nationen sinnvoll wäre, um die demokratische Legitimation der Vereinten Nationen zu stärken. Wir haben so etwas in der OSZE in Europa, und da ist gerade die Parlamentarische Versammlung eine ganz, ganz wichtige, hat eine wichtige Rolle, eine wichtige Funktion, und aus meiner Sicht ist das durchaus ein gutes Beispiel. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Konflikte sind heute nur noch selten zwischenstaatlich, sondern von hybrider Kriegsführung, von Freischärlern, von Separatisten oder auch von Terrorismus geprägt. Wir alle wissen, dass solche Konflikte schwerer zu beheben sind. Es reicht eben nicht aus, Blauhelmsoldaten in ein Krisengebiet zu schicken und keine weiteren nationalen Kontrollmechanismen zu implementieren. Zudem müssen die Missionen immer mehr Fähigkeiten haben, zum Beispiel eben auch die angesprochenen Polizeiaufgaben oder die Mediation, die zu übernehmen ist. Tatsächlich reagieren die Vereinten Nationen auf diese Herausforderungen. So werden immer wieder und immer öfter auch regionale Organisationen und Akteure mit einbezogen. Eine gute Kooperation findet beispielsweise mit der Afrikanischen Union zusammen. Die finanziellen Mittel für diese zusätzlichen und anspruchsvollen Aufgaben sind jedoch relativ gering oder stehen fast gar nicht zur Verfügung. Und aus diesem Grunde fordern wir mit unserem Antrag die Bundesregierung auf, die Arbeit der Vereinten Nationen durch vermehrte Entsendung deutscher Friedenstruppen zu stärken. Zwar ist die Bundesrepublik der viertgrößte Beitragszahler des Haushaltes der Vereinten Nationen für Friedensmissionen, dennoch stehen wir nur auf Platz 59 der 126 Friedenstruppen und polizeistellenden Staaten. Gerade, das ist von Kollegin Bullmann, von Tom Königs angesprochen worden, gerade die Polizeikompetenzen sind immer stärker gefragt. Und es ist das falsche Signal, dass wir im Grunde als Bundesrepublik Deutschland nur eine Handvoll Soldaten schicken. Meine Damen und Herren, verändern kann man nur, wenn man auch etwas versteht und auch etwas kennt. Deshalb sollte die Bundesregierung, auch das ist die Forderung unseres Antrages, die Arbeit der Vereinten Nationen in Deutschland unterstützen, bekannter machen, das Marketing verbessern. Hier leistet die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen viel Gutes.
Und das sollte aus unserer Sicht stärker unterstützt werden. Tu etwas Gutes und rede darüber und nicht tu etwas Gutes und halte die Schnauze. Das ist das Motto. Meine Damen und Herren, ich halte es zudem für wichtig, durch Projekte und Simulationen wie Model United Nations die Jugend stärker zu mobilisieren und die Vereinten Nationen-Thema auch mit den jungen Leuten stärker zu verbinden, sie zu sensibilisieren. In unserem Antrag greifen wir diese Idee ebenfalls auf. Unsere Kinder leben in einer Welt, die wir für sie gestaltet haben, und sie sollten sich stärker einbringen und die Zukunft gestalten, so wie sie sich das wünschen, damit sie sozusagen auch dahinter stehen. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin hat in ihrer Rede vor den Vereinten Nationen gesagt, nichts muss so bleiben, wie es ist. Veränderung sei möglich, auch im Guten. Jede große Veränderung fängt im Kopf an. Das Ziel, die weltweite Armut abzuschaffen, habe man früher auch als Träumerei abgetan. Nun sei man ein gutes Stück weiter. Und wir sehen, dass wir es schaffen können. Meine Damen und Herren, dies muss aus unserer Sicht auch für die Vereinten Nationen gelten. Sehen, was möglich ist, und daran arbeiten, es zu erreichen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zu den Abstimmungen über die Entschließungsanträge. Zuerst stimmen wir über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Drucksache 6331 ab. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Und am Ende dieser Debatte, dieser Aussprache zur Regierungserklärung von Frank-Walter Steinmeier zu 70 Jahren Vereinte Nationen werden hier noch Entschließungsanträge abgestimmt, beispielsweise aus der Koalition, in denen natürlich eine Stärkung der Vereinten Nationen gefordert wird. Sie haben das in den einzelnen Beiträgen der Abgeordneten, die hier das Wort ergriffen haben, ja hören können. Nur die Vereinten Nationen sind nur so stark, wie wir sie machen, hat beispielsweise aus der Opposition Tom Königs gesagt, wir brauchen die UN und die UN brauchen uns. Das ist so ein Credo, dass ich, auch wenn es jetzt hier von einem Redner aus der Opposition gekommen ist, von den Grünen, aber sich durchgezogen hat durch diese Debatte hier, diese Aussprache zu eben den Vereinten Nationen.